So, nach Batteriewechsel geht es jetzt weiter. Ich habe die Pflanze von ihren alten trockenen Wurzeln befreit, ebenso von den Trieben, die nicht mehr benötigt werden. Habe neben der Knospe den vertrockneten Trieb abgeschnitten. Kann man ganz gut sehen, denke ich. So, meine Tochter wühlt schon im Seramis. So, Jana, jetzt mach hier bitte mal ein paar Hände voll rein von dem Seramis-Tongranulat als Unterlage. Ja, kann ruhig ein bisschen mehr, damit man da so eine Schicht hat, wo sich das Wasser drin fangen kann. Ja, kann noch mehr. Ein großer Topf, da kann was rein. Drei. Ja, weiter. Okay. Ja, super. Und, wie fühlt sich das an? Lustig. Ja. Kitzelig. Kitzelig, ne? Ja. Das ist Ton in kleinen Stücken. Brauchen Pflanzen schon? Ein bisschen brauchen die denn schon, weil sich das Wasser dann da unten sammeln kann. Weil das muss ja verdunsten dann können. Noch eine Hand? Ja, kannst du noch eine Hand. Noch eine? Hm, mach noch eine. So, mal gucken. Jetzt haben wir ungefähr eine 2 bis 3 cm Schicht mit Seramis-Tongranulat. Jetzt fange ich an mit Seramis-Spezialsubstrat für Orchideen. Darf ich das auch? Das darfst du auch da reinmachen, wenn du möchtest. Komm, ich nehme den erstmal weg, damit er nicht umkippt. Ich möchte. Ja, er kippt mir um. So, dann komm mal hier rüber und fang mal an, aus dem zu füllen. Auch da rein? Auch da rein. Mach erst mal ein bisschen rein. Eins. Ja, noch mehr. Zwei. Ja, das ist egal. Da ist Ton dabei und Pinienerde. Pinien sind Nadelbäume. Und nicht Erde, Rinde, Entschuldigung. Pinienrinde ist das. Das ist Rinde vom Pinienbaum. Das wollen die Orchideen haben. Das mögen die. So, das reicht. Das reicht. Jetzt machen wir ein Korn davon. Okay, ein Korn noch. Und jetzt kannst du mal bitte filmen, wie ich die da reinsetze, ja? So, die Wurzeln sind relativ weich. Ich versuche jetzt möglichst mal alle Wurzeln, ohne sie abzubrechen, da hineinzubekommen. Wobei ich mir jetzt hier nicht ganz sicher bin, die sind schon ziemlich, nee, die ist eh abgeknickt, die kann weg noch. Die sind schon ein bisschen matschig, die Wurzeln teilweise. Ich denke, ich habe sie einfach zu stark gegossen. Ja, hast du. Du gehst alles zu stark. Meinst du? Ja. Ja, aber gerade Orchideen brauchen gar nicht so viel Wasser. Ja, aber zwei von unseren Blumen, die brauchen sehr viel Wasser. So. Die sind immer wasserhungrig. Ja, filmst du mal bitte die Blume und nicht nur den Topf? Ja. Oh, ich habe jetzt hier noch ein bisschen was zum Abschneiden gefunden. Guck mal, was ich mache mit der Kamera. So kann ich mehr filmen von der Blume. Ich filme nicht das alleroberste. So, okay, jetzt guck mal, wie ich das... Das alleroberste ist zu groß für die Kamera. Jetzt halt mal bitte die Kamera hier wieder auf den Topf, damit man sieht, wie ich das in den Topf rein mache. Man soll es mit einer Drehbewegung machen, dass sich die Wurzeln legen. Ich glaube, ich werde es nicht ganz schaffen, alle Wurzeln so richtig da reinzubekommen, oder? Doch, das sieht schon ganz gut aus. Das sieht schon ganz gut aus. Und dann immer mal wieder ein bisschen Granulat hinzu. Hier ist noch eine Wurzel abgebrochen, die schneide ich ab. Obwohl, da ist vielleicht noch ein bisschen Leben dran. Nee, da ist kein Leben mehr dran. Dann schneiden wir das ab. Hast du alles gut im Bild? Ja. Weil ich erzähle hier rum und kann mich gar nicht drauf konzentrieren. Hier, die ist ein bisschen angeknickt. Da, die ist auch schon kaputt geknickt, oder? Schneide ich ab. Ich denke mal, die Pflanze hat genug Wurzeln, will ich hoffen. Und hoffe auch, dass sie... Ja, viel genug. Ja, meinst du? So, wichtig wäre es natürlich, wenn ich jetzt versuchen würde, das möglichst in die Mitte zu bekommen. So, das ist ganz gut. Erde rein! So, jetzt film mal, wie ich die Erde, das Granulat da rein mache. Immer mal wieder ein bisschen schütteln oder klopfen dagegen, ein bisschen drehen. Da kann noch was hin. So. Hast du alles im Bild? Ja. Gut. Da kann noch alles von unten habe ich im Bild. Hä, war das damit eingepflanzt? So, da kommt noch was hin. Wurde es damit eingepflanzt? Und da kommt noch was hin. Wurde es damit eingepflanzt? Womit eingepflanzt? Damit. Mit dem Granulat. Das ist keine Erde, das ist Granulat.
Der Ton speichert das Wasser und die Pinienrinde ist das Substrat, was Leben macht für die Orchideen. Also siehst du, eine Wurzel hängt draußen, aber ich glaube, das ist nicht weiter schlimm. Orchideen sind sogenannte Luftwurzler, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, die wollen ihre Wurzeln auch an die Luft bringen. So, wie findest du, sieht das jetzt aus? Toll! Ja, ne? Gut. Dann werde ich gleich nochmal mit einem feuchten Tuch die Blätter von ihrem Staub befreien, weil Staub mögen die gar nicht auf den Blättern. Ja. Ich nehme dafür ein Tempotaschentuch. Da gucke ich zu. Gut. Alles auf die Blätter oben gerichtet. Gut. Guck mal hier, ich mache jetzt das Blatt mal ein bisschen sauber mit einem feuchten Tempotuch. Dass der Staub mal ein bisschen runter. Das sehe ich in der Kamera. In der Kamera habe ich den Bild. Das ist gut. Weil die Orchideen nehmen ihre Nährstoffe und die Feuchtigkeit auch über die Blätter auf. Und das geht nicht, wenn die Blätter voller Staub sind. Halt die Kamera mal richtig drauf, dass man das... Ja, aber dreh die doch mal. Gut. Hast du verstanden, was ich meinte? Ja. Die nehmen ihre Nährstoffe auch auf, über die Blätter. Das können die aber nicht, wenn der Staub die Poren der Blätter verstopft. Die Poren der Blätter müssen frei sein. Da drunter ist direkt auch noch ein Blatt. Von Ceramis auch extra noch eine Blattpflege, die man drauf sprüht und damit die Blätter sauber hält. Die habe ich aber leider nicht bekommen. So, aber ansonsten sieht das doch schon ganz gut aus so, ne? Da unten ist noch ein bisschen Staub. Ja, okay, dann mache ich da unten das bisschen Staub auch noch weg. So, bist du jetzt zufrieden? Ja. Ich finde auch, das sieht doch schon ganz gut aus. Ja. Ich muss die Kamera auch mal da drauf halten. So, das ist meine erste selber umgetopfte Orchidee. Und ja, schauen wir mal, was das bringt. Die zweite folgt sogleich.